Aber ist egal, wir werden gucken. Ich denke mal, das erste Spiel, lass mal so durchlaufen. Die Wundermänner aus Bratislava mit diesem genialen Torverhältnis weitergekommen in die dritte Runde. Aber jetzt gegen Juventus Turin, da brauchst du dann, glaube ich, fast schon ein Wunder, um das durchzuziehen. Young Boys, wegen uns wäre natürlich nicht so schön, gegen Arsenal. Und jetzt machen wir das schnell. Und ja, der Gegner kommt normalerweise aus der Champions League. Ich glaube, Florenz habe ich eben nicht vorgelesen, dass die weitergekommen waren. Also das ist nicht so einfach, das Los. Das ist nicht so einfach. Und Wolfsburg hat es noch viel schwerer. Die müssen gegen Real Madrid spielen. Und dann haben wir natürlich noch Bayer Leverkusen und Schalke. Leverkusen erst in Basel, dann zu Hause. Und bei Schalke sieht es andersrum aus. Erst zu Gast bei Feyenoord Rotterdam. Und dann letztendlich in der Veldins Arena mit der Möglichkeit hier dann auch das Achtelfinale klar zu machen. Normalerweise müssten die Spiele nach Weihnachten stattfinden. Ich hoffe zumindest, weil das will ich jetzt nicht auch noch zwischendrin gequetscht haben. Aber naja, es gibt natürlich bessere Lose als Florenz, aber es gibt mit Sicherheit auch schlechtere. Frag mal Wolfsburg. Also von daher nehmen wir das ganz, ganz locker und gechillt mit und werden uns da mit Sicherheit nicht beschweren. Und jetzt müssen wir auf Hamburg warten. Hat sich das ja gelohnt, dass ich das nicht in 3D gezeigt habe, ja, weil so viele Abonnenten waren es ja nicht. Das war dann Vasiljevic, das war Schiffner und auch Nagel auf der rechten Seite. Das waren dann drei letztendlich, aber muss ja nicht. Ne? Dann finde ich es doch dann spannender, wenn man zum Beispiel ein Spiel wie gegen Hamburg wenn man dann lieber so ein Spiel gegen Hamburg mal in 3D zeigt, wo das Stadion lizenziert ist, wo natürlich auch eine vergangene Station von uns liegt im Let's Play 1.0. Da haben wir ja in der siebten und letzten Saison den HSV nochmal nach Europa geführt. Oder eben dann letztendlich ein bisschen später mit den 3D-Spielen. Ist ja auch kein Muss. Es läuft ja klasse im Textmodus, wie man ja gerade auch wieder gesehen hat. Ist natürlich keine Garantie. Das ist auch sicher. Sonst hätten wir mit Sicherheit das Spiel gegen Lautern damals gewonnen und nicht 1-1 gespielt. Aber das nur am Rande. Es kann eben nicht alles immer geplant werden. Hamburg gegen uns, das war bis jetzt viermal angepfiffen worden. Und es gab noch kein Unentschieden. Zweimal haben wir gewonnen, zweimal eben auch Hamburg. Mal schauen, wie es jetzt heute wird. Gibt es das erste Unentschieden? Oder kann sich irgendeine Mannschaft hier die zwischenzeitliche Führung an erzielten Siegen holen? Wir haben am 16. Spieltag das Spitzenduell zwischen dem Tabellenvierten Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg. Beide Mannschaften ja, die Oberwasser haben, nämlich durch dieses Weiterkommen in der Europa League. Sehr erfolgreich da durch die Gruppenphase gegangen. Beide als Gruppensieger. Und wir eben auch, ne? Drei Mannschaften aus Deutschland, dreimal Gruppensieger. Also wenn das mal nicht nach Wiederauferstehung klingt, dann weiß ich auch nicht. Dann müssen sich die Franzosen und die ganzen Spanier, Italiener müssen sich warm anziehen. Denn wir wollen den vierten Platz wieder haben. Den vierten Champions League Platz. Bayern gegen Bremen haben wir, 1 gegen 10. Dann haben wir noch die Kölner, den besten Aufsteiger, gegen Borussia Dortmund. Also die beiden Spitzenteams oben, die haben es beide relativ leicht. Bayern hat natürlich das Heimspiel. Aber Dortmund, denke ich mal, mit der Routine, die da ist, müssten das auch irgendwo gewuppt bekommen. Und wir eben in Hamburg. So, wir starten weiter und haben jetzt natürlich überhaupt keine Abwehr. Aber das ist klar, weil das waren ja alles Jungs aus der zweiten. Was für eine Form sich da unten tummelt. Sama, Engelke, Matuschka, Lang, Paulsen. Übelst, ne? Hier Timo Werner, der natürlich auch wieder rein muss. Neben Jochen Seitz mit der 15er Form. Dann stellen wir einfach mal Paulsen hier unten auf die Sturmposition. Und dann brauchen wir natürlich noch, ich denke, ein defensives Mittelfeld, was da noch fehlt. Mit Johannes Geis. Strodig hat eine 70. Wo ist er denn da? Also ich wäre blöd, wenn ich ihn jetzt rausnehmen würde. Deswegen werde ich das auch nicht machen. Wo ist eigentlich der Kimmich? Da. 10er Form. Der Geist hat eine 9er, deswegen nehme ich ihn mit. Kevin Volland für Vasiljevic auf die linke Seite. Stindera 13er Form. Avdija 11er Form und Matuschka eine 14er. Nehme ich Matuschka. Nee, ich lasse ihn auf der Bank sitzen. Das ist das ähnliche Phänomen jetzt hier auf der Pausenposition.
Seitz stehen lassen, Stendera stehen lassen. Die haben immerhin als, ich würde sagen, vertretende Stammspieler hier den Sieg mit eingeleitet. Deswegen, Engelke natürlich ist gesetzt auf der Position. Sama hat eine 14er Form. Dann kommt er rein, obwohl Kempf sich das eigentlich verdient hätte mit der Leistung, die er jetzt gerade eben abgeliefert hat, nach Einwechslung. Aber wir machen das so. Es geht ja nach Form. Und Sama hat sich wirklich lange Zeit das verdient. Steffen Lang mit einer 85. Und Anthony Jung mit einer 78 dann auf die Position. Toljan würde ich gerne einsetzen, kann ich aber nicht. Der ist nämlich immer noch verletzt bis zum Heiligabend. Dann darf er den Gips wegschmeißen und darf wieder rumspringen wie ein junges Reh. Aber bis dahin, Vorsicht. 864. Also das hat's echt gebracht, das jetzt wirklich zu schonen. Und jetzt für die nächsten Partien hier. Wir haben noch Hamburg, Hannover, 17. Spieltag zu Hause. Und dann eben noch DFB-Pokal gegen Freiburg. Wenn wir jetzt Hamburg nicht machen, dann wir machen mit Sicherheit Hannover auch nicht. Dann Freiburg vielleicht als Heimspiel. Vielleicht als Hinrundenabschluss des DFB-Pokalspiels gegen den Zweitligisten in 3D. Das wäre da auch mal was, ne? Oder eben Hannover. Da haben wir auch, glaube ich, noch gar nicht gegen gespielt. Gegen die Jungs in 3D. Ich versuche da ja auch so ein bisschen nachzugucken, wenn ich die 3D-Spiele plane, ob wir das schon mal hatten. Bremen zuletzt, ja, da war ja auch lange her. Marc Helser, was macht denn der gerade? Zweikampf. Das könnte man eventuell mal ändern. Die Robustheit ist auch schon klasse. Zweikampfgrätsche kann er mal nach oben ziehen. Mit der Hoffnung, Manndeckung kann ich rausnehmen, was soll ich damit? Sprungkraft. Machen wir die mal zuerst. Was haben wir denn hier noch? Manndeckung, Antritt. Antritt als Innenverteidiger kann sich auch als positiv herausstellen. Mentor haben wir doch hoffentlich jetzt einen. Nee. Für die Sprungkraft haben wir keine. Ich bezweifle, dass wir es für die Grätsche haben, aber eventuell Engelke. Ja, das könnte passen. Auch nicht, ey. Das ist Wahnsinn. Die sind alles so gut. Ich habe da keine Möglichkeit, da einzuwirken. Boah, ein ganzer Berg an News, aber das ist hoffentlich einiges mit der Reserve zu tun, ja, dass sie zurückversetzt wurden. Das haben wir ja gesehen. Albrecht in Hochform. Dem hat es auch richtig gut getan, dieses Spiel. Richtig. Pokalprämie, 200.000 haben wir bekommen, dann jetzt eben gegen Florenz in der dritten Runde. Und wie gesagt, es kommt zum Glück jetzt nicht da, vor Weihnachten noch. Ich weiß ja nicht, wie ich darauf kam. Vielleicht, weil es dritte Runde heißt, so wie so ein Zwischending eben. Scouting abgeschlossen von Wattenscheid. Das müssen wir jetzt nicht hier gucken. Das sehen wir dann ja ab 1. Januar, ob wir uns da einen holen können, was wir ja dürfen. Einen Spieler von denen dürfen wir ja holen. Neuer Fanartikel bereit. Das ist wahrscheinlich irgendwas total Blödes. Weihnachtsmann-Kostüm. Ja, man kennt es ja, ne? Dann hüpfen die alle im Weihnachtsmann-Kostüm da durchs Stadion. Badeente. Letzte Woche ist verkauft worden, Badeente am schlechtesten. Das heißt, raus. Nehmen wir das einfach mal mit rein. Das kostet wahrscheinlich ein bisschen was und deswegen könnte das auch so sein, dass das Sinn macht. Karlsruhe Interesse an uns. Ja, KST ist ein cooler Verein. Definitiv. Aber mein Interesse hält sich dann doch in Grenzen. Antritt mal raus hier nach unten. Dann haben wir noch Erik Irenjuc, das ist ja ein Keeper. Mal gucken, wie es da aussieht. Stellungsspiel verbessert. Ja, hier auch mal alles ein bisschen wieder hochziehen. Den Abschlag. Ja, der ist nicht allzu wichtig, deswegen lasse ich das mal unten stehen. Und Tobias Bürzler haben wir auch noch. Beim Dribbling, eine 72. Ja, dann können wir die Flanken mal nach oben ziehen. Und dass er da mal weitermacht. Kevin Zuber blüht auf. Der hat seine Krise überwunden, ja. Kann man sich kaum vorstellen, wenn man das hier sieht, aber der hatte teilweise eine Form von 4, 5, 6. Kann eben auch mal passieren in so einem Alter. Klar, ne, die Ruhe ist nicht so gut, das heißt, wenn der mal nicht gut spielt, der hat sofort einen Hals, der zweifelt sofort. Und das merkt man auch im Spiel, ne, die Ruhe im Spiel ist da nicht da. Dann werden da mal leicht Fehler gemacht, zu hektisch agiert und das kommt dann halt wirklich eins zum anderen. Aber wir haben es überwunden und jetzt glaube ich fast, dass die spielen, oder? Ansonsten wäre das ja da unten nicht gelb. Ja, irgendwas ist da. Die spielen nämlich wahrscheinlich am gleichen Tag. 720. Daniel Frahn, natürlich auch nicht zu vergessen. Eine 19er vor am alter Schwede der Albrecht. Ist ja abartig, ey. Was das ausmachen kann, denn er ist ein Jahr jünger als André Janel. Hat jetzt das eine Spiel bekommen oben. In der ersten Mannschaft, Europapokal. Und dann gleich sowas, ne? So ein Spiel hinzulegen.
von der Bank eine 1,5 wegzurotzen. Also bin ich echt begeistert von. Nee, wir können locker mit Schumann da hinten spielen. Also mit der hat auch die 60 überwunden. Und das ist ja mein Kriterium, um hier in dieser Mannschaft wirklich sinnvoll zu sein als Ergänzung. Wir müssen was mit Mastur machen, das stimmt, ja. Also irgendwas muss ich mir überlegen, vielleicht nach Wattenscheid schicken, dass er da spielt. Muss natürlich gucken, was da an Spielermaterial vorhanden ist. Wie die auflaufen, die spielen sogar mit einer. Mit Erai Hamza, aber der ist richtig gut. Wir können den ja kaufen und da schicken wir den Dings runter. Das wäre jetzt perfekt gewesen, wenn die da eine Pfeife gehabt hätten hier auf der hängenden Spitze. Aber haben sie nicht, dann müssen wir mal gucken. Ich denke mal, die melden sich eh. Die werden sich mit Sicherheit eh melden, um uns Bescheid geben, welche Spieler sie sich vorstellen könnten und eben nicht andersrum. So, die Leihspieler hatten wir geguckt, da ist aber momentan jeder in schlechter Form, habe ich das Gefühl hier, so ein bisschen Durchhänger, ne, bei den Jungs. Auch hier bei Rode, bei Schreier, bei Jakobsen, wo man das eigentlich gar nicht kennt, ne, die sind ja eigentlich permanent hier auf Dauer hoch unterwegs in der bisherigen Saison. Aber es zeigt eben auch, dass sie Menschen sind. Und ja, bei Schreier ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn er jetzt nur noch Grütze zusammenspielt und die ihn am Ende vom Jahr dann eben nicht kaufen. Sehr verbessert, höhere Ziele. Ja, will wieder gesund werden, ist der was? Timo Werner möchte fair bezahlt werden. Ja, wir haben hier schon viel gesprochen. Gut trainiert. Der könnte eigentlich fast nur höhere Dinge haben, ne? Der Lukas Engelke. Sagen wir mal das hier. Und das reicht jetzt auch. Aber ich kann es ja eigentlich verholzen. Ich kann es ja eigentlich verkloppen hier, das Ganze. Sehr verbessert, der Lukas Nagel. 3 Moralpunkte. Das ist halt meine Sorge, warum das hier so blöd ist. Ich ignoriere die Spieler, steht da. Das sind schon mal minus 50, wenn man das mal abzieht. Wo ist denn das andere Minus? Hier ist wenig. Minus 50, Dolmetscher. Ja, ein Spieler, der isoliert ist. Das ist eben der Mastur. Der versaut uns gerade die Tour. Ich hab das doch auch eingestellt hier, ja. Das funktioniert wirklich nicht. Also da hat derjenige recht gehabt, der mir das geschrieben hat. Dass man in der gleichen Mannschaft sein muss, um dann wirklich sprachliche Hilfe zu bekommen, was natürlich nicht der Fall ist. Das könnte ich nur lösen, indem ich Koltorti runterziehe. Kann ich mir das leisten? Ich wollte eigentlich den Ragesa noch auf die Bank setzen, ne, für das Thessaloniki-Spiel. Was ich auch nicht gemacht habe. Leider. Ja, nee, das bringt aber nichts. Andreas Meier jetzt hochzuziehen, ist auch beschissen. Nee, das lasse ich. Nur wenn ich merken sollte, dass es negativ für uns sich auswirkt, auf die Ergebnisse der zweiten Mannschaft, dieses Negative in der Teamdynamik, dann muss ich handeln. Aber vorher erstmal noch nicht. Nee. Das war falsch. Ich wollte Antonio Wuthoff vom FC Arsenal, ein Bulgare, der von Levski Sofia kommt. Die haben 4,2 Mille bezahlt, ist 13,3 wert. Also wenn das mal kein Investment war, dann weiß ich auch nicht. Ist ein Typ Afdicay, Typ Stendera, auf dem zentralen offensiven Mittelfeld unterwegs, Spielmacher, fast beidfüßig. Finde ich ganz ordentlich. Hat demnächst auch die neue Erfahrung. Spielt natürlich für seine Verhältnisse zu wenig. Aber naja, das können wir nicht ändern. Das muss Arsenal schon wissen. Mauro Icardi, Inter Mailand, ist auch ein ehemaliger Barca Junior. Da sehen wir das. Von 2008 bis Ende 2010 hat er da gespielt, konnte sich nicht durchsetzen. Dann Anfang 2013 für 6 Mille zu Inter. Hat dann nicht gespielt. Dann haben die, was, Atletico, ein Dummhaufen. Die haben 1,2 Mille bezahlt, um den auszuleihen und haben den nicht spielen lassen. Das hätten sie auch spenden können an irgendwelche wohltätige Zwecke, die Kohle. Mann, sind die hirnrissig teilweise, die KI-Vereine hier. Was heißt teilweise? Immer. Ich habe den Namen Gillen gelesen und da musste ich sofort daran denken, da hat anscheinend einer das Let's Play von Bergi geguckt. Felix Gillen gibt es nicht, das ist ein generierter Spieler. Den gibt's leider nicht. Oder es sei denn, ich habe da irgendwas verpennt. Aber ich glaube zumindest, der Name hätte es so geheißen damals bei Bergi. Den hat er von Bremen ja rangeholt, als er bei Bayern war. So, jetzt kommen wir wieder zu einer RB Leipzig interessanten Geschichte. Nämlich zu Hani Mukhtar, den wir hier haben. Der wohl kurz davor stehen soll, von RB Leipzig verpflichtet zu werden.
Da habe ich mich erstmal gewundert, weil ich dachte, wie kann Hertha das denn eigentlich ernsthaft machen? Das ist ja im Prinzip ihr Tafelsilber, was sie dann hergeben. Oder das ist eben so eine Geschichte wie damals Stuttgart mit Kimmich, dass man den abgibt, aber sich dann eine Rückkaufoption für eine bestimmte Summe reinhauen lässt. Ist halt nur die Frage, ob das RB Leipzig noch mitmachen würde, weil jetzt mittlerweile ist man ja Zweitligist. Weiß ich nicht, wie das ist. Ich müsste mir das mal durchlesen gleich am Ende der Aufnahme, wie das denn jetzt wirklich aussieht mit ihm. Ob das jetzt kurz davor ist, ob noch einige Details geklärt werden müssen oder ob das nur ein Gerücht war. Wie auch immer, ich denke mal, so von der Veranlagung ist es ein sehr interessanter Spieler. Ne, fürs Let's Play nicht unbedingt, weil wir haben ja eben auch schon mal diesen Butov, der im Prinzip das gleiche spielt wie Hani Mukhtar. Er ist noch ein Jahr älter und wir haben ja da eben die Spieler auf der Position. Ausreichend. Aber ich kann ihn trotzdem ans Blickfeld nehmen, wenn das interessant werden sollte mit ihm in der Wirklichkeit. Mal schauen. Vielleicht holen wir den und schicken den einfach weiter. Aber das müssen wir auch nicht machen. Das war ganz am Anfang ganz cool, ne, mit den Spielern, mit Diego Demme zum Beispiel. Mit Miku Sumusalo, dem Finnen, von dem man ja auch nicht viel gehört hat in der Realität bei RB Leipzig. Konnte sich auch nicht wirklich durchsetzen, sollte ja sogar Nationalspieler sein von Finnland. Aber naja, da hat man sich anscheinend mehr erhofft, als letztendlich dann mal rumgekommen ist. Steckt man eben nicht immer drin. So, wollen wir denn in die Schweiz? Die Schweiz haben wir hier und da ist der FC Zürich. Mache ich natürlich gerne, war ein Wunsch eines Abonnenten, mal die Mannschaft zu zeigen, wie sie denn aussieht. Tja, ich würde sagen, einiges an deutschen Flaggen hier. Schindler, Kessler, das sind beide ehemalige St. Pauli-Akteure. Dann haben wir Thomas Bledel von Greuther Fürth, Christopher Buchtmann, da weiß ich gar nicht, ob das auch St. Pauli war, Robert Huth, den Ex-Nationalspieler, und dann haben wir noch Matthias Ostrzolek vom FC Augsburg wahrscheinlich hingewechselt. Der ja in der Wirklichkeit beim Hamburg SV auf der Liste steht, das wäre dann der zweite Neuzugang nach eben dem Ungar von Greuther Fürth, dem Soltan Stieber. Saidi Janko, weiß ich, wo kam denn der nochmal her? Den habe ich da auch schon mal, Manchester United hat den mal gehabt. Ja, hier sehen wir das, 2 Jahre, haben den auch nicht spielen lassen, das ist auch wieder super Geschichte. Und jetzt ist er wieder zurück in der Schweiz. Clément Chantôme, französischer Ex-Nationalspieler. Ich glaube, der war bei PSG. Ja, genau, hier. PSG Toulouse. Und dann wieder bei PSG. Das sind natürlich alles klasse Spieler für so Mannschaften wie FC Zürich. Auch Robert Huth, der hat wahnsinnig viel Erfahrung. Ne? Da können dann die Jungs noch was lernen. Hier der Cimunovic. Wir haben hier unten den Schindler natürlich. Obwohl der schon 26 ist. Die stehen zurzeit auf Position 2, sind ja Pokalsieger und 2 Punkte hinter dem Meister FC Basel. Das ist nicht so schlecht nach 18 Spielen. Ich glaube, die machen insgesamt 36, wenn ich das richtig sehe. Also 4-mal rund irgendwie in der ganzen Liga. Da geht es im wahrsten Sinne des Wortes rund, haha. So, wir haben jetzt Hamburg und können uns doch eigentlich da mal um die Mannschaft kümmern. Ansonsten habe ich alles gemacht. Bei der Kartengeschichte könnte ich mir hier noch den Spieltag raussuchen, wo wir Florenz haben hier. Und da geht nämlich auch noch ein Topzuschlag. Das ist auch schon mal schön. In Hamburg geht es nicht. Ich versuche mal so ein bisschen hier nochmal zu gucken, weil es kann ja sein, dass wir da so ein bisschen Euphorie mitnehmen. Gegen Köln geht es jetzt sogar. Was haben die denn eigentlich für eine Vorstellung hier? Leverkusen geht nicht, aber Köln. Das wird die FC-Fans freuen. Freiburg-Pokal geht nicht. Hannover auch nicht. Nee. Aber warum Köln geht? Ich habe keinen Schimmer, wirklich. Keinen Schimmer. So, erste Mannschaft. 866 in der Stärke. Das freut mich mit Strohlig. Jetzt habe ich nämlich wirklich einen Grund, ihn einzusetzen. Ne? Jetzt muss ich nicht dem Hype hier vertrauen. Ne, das ist ein 5-Sterne-Talent. Bla, schreik, reich, das an die Ohren klingeln. Nee, jetzt habe ich wirklich mal eine geile Leistung gesehen. Jetzt habe ich eine super Moral von ihm. Jetzt habe ich eine Form von ihm. Und jetzt ist es der Moment, wo ich auch sagen kann, das macht Sinn, ihn stehen zu lassen. Dann machen wir es natürlich auch. Mannschaft von Hamburg mit einem alternden Van der Vaart hat noch eine 70, so gerade eben. Jacques Sua vorne, dem man ja nachsagt, er trifft noch nicht mal einen Möbelwagen, wenn man ihm den Ball einen halben Meter davor legt. Und Hakan Çalhanoğlu auch noch in Hamburg. Würde mich ganz arg wundern, wenn wir das auch im Jahr 2016 noch in der Wirklichkeit haben werden. Da war ja zu lesen, dass wohl Leverkusen sich erstmal zurückzieht, aber das natürlich nur als taktische Maßnahme zu verstehen ist.
bis Hamburg dann eben mit der AG durch ist. Da gibt es auch noch Probleme, dass man da starten kann. Da hat wohl irgendeiner ein Veto eingelegt. Und wie man das ja heutzutage kennt, Bürokratie, dann geht es erstmal durch 1000 Instanzen durch. Und 2 Wochen wurde gesagt, dann geht's los. Und ich denke mal, dann wird es auch mit Hakan Çalhanoğlu relativ bald ein Ende finden. Gutes Geld und weg. Ne? Ich habe ja da schon meine Meinung zu gesagt. Alexander Strack ist ein ganz interessanter. Von Freiburg, nee, der war bei Hamburg aus der Jugend, Freiburg ausgeliehen. Das nenne ich eine sinnvolle Reihe hier. 31 Spiele, 5 Tore als Mittelfeldspieler. Und jetzt wieder zurück in Hamburg und hat 12 Mal gespielt, auch da ein Tor geschossen. Also da heißt es durchaus mal drauf gucken hier auf den. Natürlich auf den Rest, ne? Der Maxi Beiß da außen hat auch Fußballspiel nicht verlernt. Es sind nicht die großen Stärken hier vorhanden, nur 81er und nur einen, der dem noch ein bisschen nahe kommt. Das ist der Johan Churu, der Verteidiger, der Innenverteidiger. Ansonsten, ja, steht Hamburg da unten, wo man sie auch von der Mannschaft hier einordnen kann. Aber es ist eben ein Auswärtsspiel und deswegen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Natürlich ein bisschen was an Siegprämie. Das eben zwar eine Mannschaft ist, die angeschlagen ist, aber vom Namen her natürlich groß ist, denke ich, dass 2000 Euro hier in Ordnung sind. Pro Nase, wenn man das gewinnen sollten. Und ja, nach 3 Punkten, nach einer erfolgreichen, abgeschlossenen Gruppenphase Europa League mit dem Gruppensieg, wäre es doch ganz schön, wenn man die letzten 3 Spiele hier vor Weihnachten auch noch gewinnen sollten. Das Wattenscheid ist ja ein Freundschaftsspiel, von daher alles ganz chillig. Ja, ich überlege mir was. 3D oder Textmodus werdet ihr ja dann sehen. Bis gleich.